Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute mit einem kleinen Einsteiger-Heli. Super interessantes Teil. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, Unboxing heute AFX4XP. Kleiner Einsteiger-Heli, fixed-pitched, also drehzahlgesteuert. Mit einigen Features, die recht interessant sind. Schauen wir mal nach, was im Paket drin ist. So, zuallererst Anleitung. In dem Falle, ja, wie bei uns eigentlich üblich, immer in Deutsch und Englisch. Sehr ausführlich, geht also sehr genau auf den Heli ein, auf die Funktionen, die bei diesem Modell doch etwas besonders sind. Dann haben wir einmal Abdeckung für den Heli beim Transport, damit es auch alles schön sicher in der Kiste, in der Box drin bleibt. Dafür ist diese Abdeckung da. Wir haben einmal USB-Ladekabel. In dem Falle haben wir dann Ausgangsleistung bei dem Ladekabel von 500 mA, ausgelegt auf 3,7 Volt auf dem mitgelieferten Akku. Ladezeit beträgt hier ca. 45 Minuten. Handelsüblicher USB-Anschluss, sprich Handy-Ladegerät, Laptop, Computer, wie auch immer. Wir haben im Zubehör einmal einen Satz Hauptrotorblätter als Ersatz. Dann haben wir ein bisschen Werkzeug dabei. Kreuzschraubenzieher, um die Rotorblätter dementsprechend zu montieren. Kleiner Innensechskantschlüssel ist dabei, Heckrotorblatt als Ersatz und Teile, die gerne mal verloren gehen, sind die sogenannten Koppelstangen oder die Anschlussstücke von der Taumelscheibe an den Rotorkopf, sind jeweils zwei dabei. So, Modell selber. So sieht das Ganze, das gute Stück aus. Relativ klein, also stubentauglich, sage ich mal, wohnzimmertauglich. Sender. Fällt als allererstes auf, dass es nicht wie üblich bei einem Sender ist, dass ein Kanal, der Gaskanal, unten arretiert ist und quasi mit einer Raste arbeitet. Hier sind beide Knüppel mittig positioniert. Wieso, weshalb, warum das so ist, gehe ich gleich näher darauf ein, wenn wir das Modell vorgestellt haben, welche Funktion oder welchen Hintergrund es hat, dass hier die Knüppel wirklich mittig arretiert sind. Dann haben wir noch einen kleinen süßen Akku dabei. In dem Falle auch relativ speziell, und zwar ist es ein 1S Lipo in einem Hardcase. Ist gegen Schläge, gegen Stürze oder sonstiges sehr, sehr gut geschützt. Flugzeit beträgt mit dem mitgelieferten Akku zwischen 10 und 15 Minuten, je nach Flugstil und je nach, ja, ich sag mal, Lage, wo man fliegt, ob es draußen bei leichtem Wind ist oder halt windgeschützt in der Halle. So, Heli, Fixed Pitch, Drehzahl gesteuert, in dem Falle Flybarless. Also der Rotorkopf besitzt keine Paddelstange zum Ausgleich des Modells, sondern es wird hier elektronisch über die Servos, über die Elektronik gesteuert. Mit anderen Worten, wenn der Heli jetzt, ja, bei einer Paddelstange sind es im Prinzip zwei Gewichte am Ende, die das Pendeln des Hubschraubers so ein bisschen ausgleichen, das ganze Modell so in der Waage halten. Hier ist es die Elektronik, die an den Servos quasi nachregelt, um das Modell stabil zu halten. Heckrohr mit einem kleinen Bürstenmotor, der das Heck stabil hält. Platine. Platine ist hier vorne aufgenommen und zwar schwingend auf zwei Dämpfungsplatten. Hier ist einerseits der Empfänger, der Flugregler, also Motorregler und auch die Gyroelektronik verbaut. Gyroelektronik steuert hier, wie gesagt, das Heck und gleichzeitig auch den Rotorkopf für einen stabilen Schwebeflug. Vorteil ist hier in der Auslegung, wie er kommt, dass er selbst stabilisierend ist. Das heißt, normalerweise ist es bei einem Heli so, wenn ich in eine Richtung steuere, lass den Knüppel in die Mitte, würde er trotzdem weiter in diese Richtung fliegen, so lange, bis ich ihn quasi in die andere Richtung zwinge. Elektronik selbststabilisierend, ähnlich einem Koaxialhubschrauber, also Doppelrotorhubschrauber, ist hier so, wenn ich den Knüppel loslasse, stabilisiert sich das Modell auf eine gewisse Art selber. Das heißt, er kommt automatisch wieder an einen relativ stabilen Schwebeflug. Ich habe also auch nicht so viele Probleme, das Ganze auszusteuern oder nachzusteuern. Der Grund, warum hier der Gaskanal in der Grundauslegung, also in der Auslieferung, ist es Mode 2. Das heißt, der Gaskanal wäre hier auf dem linken Port.
Dass er mittig arretiert ist, hat den Hintergrund, dass das Modell über eine Autostart- und eine Autolandevorrichtung verfügt. Mit anderen Worten, nach dem Einschalten des Modells, nach der Initialisierung des Gyros, wird angezeigt einmal hier hinten durch eine kleine rote LED. Ich mache das jetzt gerade mal eben einmal. Wir hatten das jetzt schon mal so weit vorbereitet, dass er startklar ist. Akku in den Heli rein, Modell gerade hinstellen, Sender einschalten, einmal den Gasknüppel hoch, runter. Er quittiert mir das mit einem langen Piepton. Jetzt leuchtet die rote LED dauerhaft und jetzt sind auch die Funktionen da. Gas läuft jetzt in diesem Falle nicht an, obwohl der Knüppel mittig steht, weil ich den Startknopf nicht gedrückt habe. Jetzt wäre im Prinzip der Punkt, wo ich mich hinter das Modell begebe als Einsteiger, weil dafür ist er konzipiert, und den linken Knopf drücke. Modell startet automatisch mit einem Softanlauf, geht auf eine Grundhöhe von ca. 1 Meter, 1,20 Meter und verweilt dort. Das heißt, der Schwebemodus ist hier auf Mittelposition. Wenn er die Grundhöhe erreicht hat, bleibt er relativ stabil auf der Stelle stehen, geht also auch nicht hoch oder runter. Und ich habe die Möglichkeit, mich auf das Steuern vor, zurück, rechts, links zu konzentrieren. Das Gleiche ist bei der Landung. Wenn ich mir jetzt die Landung selber nicht zutraue oder Angst habe, dass er zu schnell runterkommt, weil ich habe hier nach wie vor auch die Höhenkontrolle. Das heißt, wenn ich einen Knüppel nach oben bewege, geht er hoch. Wenn ich ihn nach unten ziehe, geht er runter. Wenn ich landen möchte, entweder mache ich es manuell, halte den Knüppel dann einfach unten für ein paar Sekunden, dann geht der Motor aus. Oder ich drücke einfach diesen Knopf zur Landung. Das Modell würde dann an der Stelle, wo ich den Knopf gedrückt habe, langsam runterkommen, absetzen, Motor hört auf zu drehen. Und somit ist das Ding safe. Zusätzlich habe ich noch eine Funktion, und zwar hier, in diesem Falle auf den Trimschalter gelegt für Gas. Hier habe ich die Möglichkeit, die Ausschläge der Servos, also die Dualratenfunktion, entweder hoch oder runter zu schalten. Auslegung bei Erstbetrieb oder im Betrieb, wenn ich ihn einschalte, ist erstmal der zahme Modus. Wenn ich hier einmal den Schalter betätige, quittiert er mir das mit 2 Pieptönen. Jetzt habe ich deutlich mehr Servoweg zur Verfügung. Ich zeige es mal einmal ein bisschen in die Kamera. In der normalen Version, ohne dass die Dualrate hochgeschaltet wird, sind das die maximalen Servoausschläge, die serienmäßig vorgesehen sind. Dualratenschalter links am Sender, da wo normalerweise bei anderen Helis oder bei anderen Modellen die Gastrimmung ist, ist hier der Dualratenschalter. Er quittiert mir ein Drücken mit zweimal Piepen. Jetzt habe ich mehr Servoweg. Ich zeige es in die Kamera einmal. Das ist schon deutlich mehr Weg, den er mir jetzt zur Verfügung stellt. Dementsprechend wendiger und agiler wird das Modell. In der Auslegung Einstieg ist es natürlich so angenehmer zu fliegen. Bei ein bisschen mehr Wind, wenn ich draußen fliege, wo es ein bisschen windiger wird, ist der zweite Modus nicht unbedingt verkehrt, weil er mir halt dementsprechend auch Geschwindigkeit zulässt. Was zu beachten gilt, in der zweiten Stufe, das heißt, wenn die Dualrate hochgeschaltet ist und ich mache das Modell wirklich schnell, das heißt, ich gehe hier auf Vollanschlag, kommt er irgendwann in den Punkt, wo er anfängt zu unterschneiden, weil er zu schnell wird. Dann sollte ich reagieren und das Modell abfangen, also die Geschwindigkeit ein bisschen rausnehmen. Geschuldet letztendlich den Rotorblättern, weil die mit einem gewissen Pitch versehen sind. Das heißt, die Rotorblätter an sich haben eine Biegung, die mir aufgrund von Drehzahl Auftrieb generiert. Dieser Auftrieb ist aber nur bedingt, das heißt, er ist für Schwebe- und leichten Rundflug perfekt, für schnellen Vorwärtsflug oder schnellen Kurvenflug eher nicht. Das geben die Blätter einfach nicht her, das ist aber auch nicht anders lösbar, das ist leider so. Dann haben wir noch eine Besonderheit beim Modell, ich schalte es jetzt erstmal wieder aus. Und zwar, auf der rechten Seite des Senders ist noch ein Knopf, der den Mode umschaltet. Das ist eigentlich sehr speziell, hat es auch so in der Form jetzt, in der Heli-Klasse RTR oder RTF in dem Falle noch nicht gegeben. Ich drücke quasi beim Einschalten den Knopf, schalte den Sender ein und er schaltet in dem Augenblick, wenn ich ihn dann binde, auf Mode 1 um. Dann sind im Prinzip die Funktionen genau andersrum. Ich habe dann auf der rechten Seite meinen Gaskanal und nicht mehr auf der linken Seite. Somit decken wir hier mit einem Sender zwei verschiedene Modis ab. Ist, denke ich mal, nach draußen hin wesentlich interessanter. Das Modell an sich ist, wie gesagt, sehr eigenstabil. Es ist sehr robust. Das haben wir dann auch schon ausprobiert. Hält also auch wirklich so manchen Crash aus. Sollte doch mal irgendwas sein, ein Teilersatzteil ist dabei. Es wird genügend Ersatzteile dafür in Kürze geben. Akkus werden entsprechend genügend da sein, sind auf dem Weg.
Viel mehr gibt es eigentlich zu dem Modell so nicht zu sagen. Es ist wirklich sehr, sehr einsteiger- und umsteigerfreundlich aufgrund der Autostart- und Landefunktion. Flugverhalten ähnlich mit einer kleinen Drohne oder mit einem Koaxialhubschrauber. Also für einen Umstieg in den Single-Rotor-Bereich ein sehr, sehr interessantes Modell. Es ist im Handel verfügbar. Wenn Fragen sind, kommt einfach auf uns zu. Fragt euren Händler, guckt euch das Modell an. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, lasst uns Kommentare da, kommt auf uns zu, wie auch immer. Viel mehr kann ich zu dem Modell nicht sagen. Es ist, denke ich, alles soweit gesagt. Wenn irgendwas ist, wie gesagt, kommt auf uns zu. Das war's für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, macht's gut.